War ich im Sommer unterwegs mit einer Leggings, mit langen Hosen, mit irgendwelchen viel zu engen Sachen, die halt viel zu lang und viel zu heiß waren, nur weil ich diese weißen Beine hatte und mich nicht getraut habe, die zu zeigen. Wie oft? Viel zu oft. Viel, viel zu oft. Make-up für die Beine. Und das war total so, natürlich, Make-up für die Beine. Das, was man sich ins Gesicht schmiert und so weiter, könnte es ja eventuell auch für den Körper geben und ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen. Angeblich soll es wasserresistent sein, wo ich mir denke, ist das wirklich so? Aber wir probieren das alles einmal gleich aus. Ich habe mich hier die Farbe Medium geholt und Sally Hansen ist ja eigentlich eher bekannt für den Nagellack, den ich aber nicht benutze, weil ich ja Strip-Lack-Mädchen bin. Aber ich bin natürlich sehr gespannt und würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Natürlich trage ich das erstmal nur auf ein Bein auf. Und was ihr wissen solltet, ist, dass es vielleicht besser ist, wenn man frisch rasierte Beine hat, wenn sie richtig schön glatt sind, dass man es dann aufträgt. Hier haben wir also die Beine und wie man sehen kann, die sind gut hell und ich habe darauf auch Dehnungsstreifen, ich habe Narben, ich habe immer blaue Flecke. Ich bin damit nie zufrieden, sodass ich sie eigentlich im Sommer sowieso immer einpacke. In einem langen Rock, in einem langen Kleid. Was ich vorher mache, ist auf jeden Fall meinen Ring abnehmen. Ich möchte nicht, dass der irgendwie mit eingefärbt wird. Ich habe jetzt so eine Erbsengröße genommen. Und dann, bin ich sehr gespannt, ob das was bringt. Ich hoffe, man kann es sehen. Auf den Händen sehe ich definitiv etwas und bin sehr froh, dass ich eben den Ring ausgezogen habe. Es sieht so ein bisschen wie Selbstbräuner aus. Für die Oberschenkel habe ich euch näher herangeholt und eigentlich würde ich sowas niemals machen, glaube ich, meine Beine so nah zeigen, aber ja, für den Zweck des Videos. Man sieht viele, viele Wehen, ich habe Besenreißer, ich habe Narben, ich habe Pigmente, alles ist auf diesen Beinen vorhanden und ja, auch Zellulite, an der werde ich jetzt nicht herumdrücken, aber ja, Dehnungsstreifen sind auch welche, da sieht man auf jeden Fall auf der gegenüberliegenden Seite und das Ganze werde ich jetzt einmal hier auftragen, auch hier wieder so eine nette Erbsengröße. Könnt ihr den Unterschied sehen? Es sieht aus, als ob ich einfach mal ein Bein von einer anderen Person habe. Tada! Was sagt ihr zum Ergebnis? Ich bin einfach nur begeistert. Ich kann es anders nicht sagen. Wie oft habe ich gedacht, jetzt ein Rock, jetzt ein Kleid, jetzt eine kurze Hose. Und damit habe ich ja auch eine kurze Hose an, also ich bin mega happy damit. Aber irgendwie waren halt die Beine immer so weiß. Und das ist jetzt halt irgendwie Zeit der Vergangenheit. Und somit kann ich sie an der Öffentlichkeit tragen oder an der frischen Luft in der Sonne und kann eben halt auch gleichzeitig bräunen unter der Creme. Das ist auch nicht schlecht. Und dann haben die halt auch die Chance, von Natur aus so ein bisschen dunkler, brauner zu werden. Und dann wäre ich auch schon mal happy, weil ich habe bestimmt in meinem gesamten Leben noch niemals braune Beine gehabt. Wirklich nicht. Was wir natürlich auch wissen wollen, ist, ob das Ganze auch wasserfest ist oder nicht. Hier habe ich jetzt eine kleine Schüssel und mir so ein paar Wattepads geholt. Und dann probieren wir das einmal direkt aus. Ich glaube nämlich nicht so sehr daran, dass das wasserfest ist. Das geht ab. Nein. Ja, wie das der Test gerade gezeigt hat, ist es nicht. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich umgezogen. Ich bin nämlich aus der Dusche gekommen. Beim Duschen ging das sau schwer von den Beinen ab, weswegen ich das Ganze, dass es nicht wasserfest ist, so ein bisschen zurücknehmen möchte. Ich musste sowas von schrubben, dass es überhaupt abging. In den ersten Momenten, wo ich erstmal nur Wasser auf den Beinen hatte, es ging nicht ab. Also ich war erstmal schockiert und habe gedacht, muss ich damit jetzt die ganze Zeit so rumlaufen? Man weiß ja nie, was einen da erwartet. Deswegen ich vielleicht sagen möchte, dass man es vielleicht die Creme oder das Make-up eine Viertelstunde mindestens oder vielleicht sogar eine halbe Stunde, wenn ihr die Zeit habt, einwirken lässt, bis das Ganze in die Haut gut eingezogen ist. Und dann sollte eigentlich auch nichts mit einem trockenen Wattepad als auch mit einem nassen direkt abgehen. Also das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, weil das eben gerade so eine Scheuerei war. Es war leicht sogar schon, ne, also es war sehr, sehr schwierig, das abzukriegen. Deswegen, das finde ich aber auch sehr gut. Das ist ein Vorteil von dem Produkt. Also kann ich das nur sagen, es hält Bombe. Also was dann natürlich ausgeschlossen ist, ist das irgendwie zu tragen, wenn man ins Wasser gehen möchte, in den Pool springen möchte oder irgendwie im Regen spazieren gehen möchte mit kurzer Hose. Das fällt alles raus, aber ansonsten, wenn man weiß, es ist ein schöner Sommertag, für den Look hätte ich gerne braune Beine, dann ist es nach wie vor
super. Ich habe euch das Produkt natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, damit ihr euch das auch einmal anschauen könnt. Fühlt euch nicht genötigt, das zu kaufen oder sowas. Also es ist jetzt einfach nur so ein Ding, womit man irgendwie die Überbrückungszeit zwischen Bräune und Nichtbräune überdecken kann, würde ich mal behaupten. Oder halt vielleicht auch für einen schönen Anlass, wenn ihr zum Beispiel jetzt Richtung Abiball geht, könnte ich mir das gut vorstellen, dass man da so ein bisschen die Beine eincremt, wenn man ein kürzeres Kleid hat oder ein Kleid mit einem schönen Schlitz, da kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Und warum nicht? Ich finde, das ist eine tolle Geschichte. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Das war jetzt ganz spontan gedreht, habt ihr mir gar keine langen Gedanken gemacht, weil ich habe mir gedacht, das muss ich euch zeigen. So, und das habe ich hiermit getan. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß damit, kurze Hosen, Röcke, Hotpants oder Kleider zu tragen und euch dabei toll zu fühlen, wenn ihr dann auch endlich mal gebräunte Beine haben wollt, wenn ihr quasi auch so ein White Walker seid wie ich. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und lasst mich wissen, falls ihr das ausprobiert, wie es denn bei euch so ausschaut. Seid ihr damit auch so happy? Ich bin's definitiv und sage bis zum nächsten Mal. Hat man gar nicht gesehen, ne? So von der Seite.